Jetzt können wir uns für die 15 getroffenen blauen Medaillen vom Bauernhof und vom Friedhof unsere versprochene Waffe beim Händler abholen. Machen wir das doch direkt. Welcome. Welcome back. Willkommen zurück. Got some rare things on sale, stranger. Gut gemacht, Fremder. Wie ich sehe, hast du genügend Medaillen getroffen. Jetzt hol dir die versprochene Pistole auf dem Kaufbildschirm. Mach dir um Geld keine Sorgen. Das geht aufs Haus. Schreib's aufs Deckelchen. Und deswegen verkaufen wir erstmal unsere alte Pistole. Da könnte man meinen, das wäre Geldverschwendung gewesen, die zu tunen. Aber wie viel bringt die Original? 5000 oder so? Auf jeden Fall wird es extrem verrechnet, wenn ihr da die Feuerkraft oder irgendetwas erhöht. Jetzt kriegen wir 14.150 Peseten dafür. Und deswegen, bitteschön. Ah, I'll buy it at a high price. Thank you. Farewell, alte Pistole. Danke für deine Dienste. What are you buying? Und ihr macht ja kein Minus, wenn ihr für 0 Euro Peseten... Könnt ihr euch aussuchen, die Währung. 0 Dollar, 0 Schweizer Franken. Die Punisher holt und die beginnt bei einer 1,1 Feuerkraft. Und da steht auch, die 9mm Pistole feuert eine Kugel durch zwei Gegner. Nehmt sie mit, das wird das Sinnvollste sein. Deswegen kommt ihr auch an die Stelle. Thank you. Was man jetzt aber nicht machen kann, ist die halt zu tunen. Oder im Moment noch nicht. Also sie steht noch nicht mal da, ne? Das ist die Pistole. Die TMP hätten wir jetzt noch was machen können. Ja, wie auch immer. Gehen wir erstmal weiter. Come back anytime. Das mache ich, mein lieber Händler. Hm, Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn ich finde das Spiel einfach so genial. Jetzt laufen wir mal gepflegt ohne Waffe rum. Warum nicht? Denn das haben wir allzu selten. Wir waren halt schon im letzten Part auf dem Friedhof, haben aufgeräumt. Die Tür ist verschlossen. Also Ashley soll hier drin sein, aber wir kommen nicht rein. Deswegen suchen wir uns einen Weg. Frühsport, Leon. Da hinten stehen wieder welche? Ja, ich sehe sie. Da könnte ich doch mal ein bisschen snipern, oder? Da ist ein Schatz, da auch. Und da ist etwas. Etwas. Ich habe irgendwie Bock. Komm mal her hier. Was soll der Ärger? Mach das doch nicht mit mir. Ich komm looten. Ich glaube, hier waren wir schon drin, oder? Oh ja, die Schlangen, die kommen jetzt aus den Kisten. Da muss ich drauf aufpassen. Direkt zweimal zu messern, vorsorglich. Wo sind wir denn hier? Ich meine zu wissen, wo wir hier sind. Ja. Nicht zu nah, nicht zu nah. Da sind eine Menge Raben. Zum Glück haben wir noch eine Blendgranate. Nirgendwo im Spiel braucht man die mehr als hier. Wär vernünftig, Leon. War ein bisschen schief geworfen, aber her mit den Monados. Und man kriegt auch wieder eine Blendgranate raus, das ist das Gute. Ja, ein merkwürdiger Ort, nicht wahr? Tut mir leid, ne? Wenn ihr alle so geldgeil seid, dann müsst ihr dafür büßen. Hat jetzt ein bisschen Angst gehabt, ob das Messer die vielleicht verscheucht. Ich glaube mal nicht, aber... Man darf ja... Man kann sich heutzutage nie sicher genug sein, ne? Mit allem. Pistolenmunition, Spinell... Drei liebe kleine Hütten, die stehen hier herum. Hier ist nichts drin. Ach ja. Übrigens, wenn wir gerade vom Händler reden, ich habe mich ein bisschen belesen, dass es auch in Resident Evil 5 einen Händler gegeben
hätte sollen. Und es war das Letzte, was vor der Fertigstellung des Spiels rausgeschnitten wurde. Der Händler bei Resident Evil 5. Tja, das ist... Ist das bitter? Doch, das ist bitter. Aber wie dem auch sei. Ne? Man muss ihn einfach mögen. Wir haben so viel Munition, ich muss die echt mal loswerden. So, und wenn wir es gerade schon wieder vom Händler haben, ich hätte es auch hier machen sollen, ne? Egal, ich bin lieber zurückgelaufen. Hier ist sein Lager. Also hier ist er wirklich zu Hause, schätze ich. Ein gutes Versteck, bin ich der Meinung. Ich meine, er soll es abschließen. Aber ansonsten hat er hier Munition und Waffen satt. Mal sehen, ob er hier was Neues hat. Got some rare things on sale. What are you buying? Ah, jetzt können wir die Panne gucken. Jetzt können wir die Punisher pimpen und das machen wir direkt. Feuerkraft, Ladegeschwindigkeit und Kapazität. Ja, immer mehr als genug. Monedos. Haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Spinell, der Bierstein da, passt noch eins rein. Und die Maske mit Kerben können wir auch. Ja, nur Geduld. Wir haben ja zum Glück genug Money. Was sehr schön ist, finde ich. Also ohne Geldprobleme, das ist immer erstrebenswert zu leben. Immerhin in der spanischen Provinz ist das Leon S. Kennedy hier vergönnt. Hier können wir sogar ein paar Fischis ranholen. Moment, wie sieht es eigentlich mit den Heilsachen aus? Oh doch, da sind einige rot-grüne. Koalisationskräuter. Ich würde jetzt hier mal nicht suchen, oder? Sagt die Karte was? Moment, Karte. Nö. Hier kommen wir schon auch hin zurück, auf gewisse Art und Weise. Man läuft jetzt quasi im Kreis, kann man sagen. Spoiler. Das Spiel ist so godlike. Es hat quasi drei große Kapitel, kann man sagen. Und das erste Kapitel... spielt sich halt in diesem Dorf und alles, was dazugehört, ab. Und jedes Kapitel hat auch andere Gegner, oder die sehen komplett anders aus. Ich mag das erste und das zweite noch am liebsten. Das dritte ist mir ein bisschen... ja, muss man mögen, ne? Köpfe hoch! Ja, das ist wieder eine Warnung und ihr könnt euch denken, was hier passiert. Quick-Time-Events! Aber das kennen wir ja schon. Welche Taste darf es diesmal sein? Das Viereck! Und zum Abschluss, Schultertasten oder X? Es ist X. Witziger ist, ich habe mich jetzt auf die Schultertasten fokussiert. Schultertasten würde mich mehr auf den falschen Fuß erwischen, weil ich nicht weiß, ob R1 und R2... Nee, R1 und L1 oder R2 und L2. Na, schau mal her. Ein Gespür für funkelnde Sachen. Haha, der Bereich... Eigentlich würde ich dir auch schon wieder den Garaus machen, sehr gerne. Kannst du nicht bitte da reinfallen? So ist doch lieb. Gut, in dem Bereich würde ich sagen, werde ich auch erstmal Zombie reingestalten. Ja, Gegner reingestalten. Ich habe irgendwie das Verlangen auf die Sniper. Ich bin richtig sniperig drauf. Was ist meine Muni? Ja, wir haben noch genug davon. Weil die sind einfach mit ihren Schädeln hier so vertreten. Hört sich so an, als hätten sie uns den Krieg erklärt. Momentan geht es auch noch relativ einfach. Das wird nicht so bleiben. Tut mir leid, Boys. Ist ja in Ordnung. Jetzt geben die auch noch Loot, deswegen bin ich... Deswegen packe ich mir meinen Mut und hole mir den Loot. Denn der Loot ist gut. Bitte was? Entschuldigung, ich bin nicht von hier. Oh, da ist einer direkt um die Ecke. Ich will nicht, dass es verschwindet. Das wäre Verschwendung. Die Punisher, die hat wirklich ein bisschen Feuerkraft. Vor allen Dingen getuned. Wobei, die Feuerkraft wurde nicht getuned. Der Witz ist aber... Schon bald werden auch die Dorfbewohner eine Schippe drauflegen. Dazu aber zu gegebener Zeit mehr. Guck mal, das ging jetzt durch das Seil auf die Gegner durch.
finde, man kann mit der Waffe noch arbeiten. Allerdings kommen die Boys ja und wollen es wissen. Ne? Das ist echt uncool. Deswegen schneller Waffenwechsel. Schön, dass sie so nah beieinander gehen. Kann man sich leichter treffen. Auf den Blausch zusammensetzen. Oh, aber die sind doch schon ziemlich... Die stehen ja relativ schnell sogar wieder auf. Was ist denn hier hinten los? Habe ich da irgendwas nicht geholt oder so? Eine Handgranate. Gefällt mir relativ gut. Alter. Jetzt ist meine Energie... Ich sehe noch nicht mal mehr, wo die Energie ist. Dann bitteschön. Ja. Bleiben wir beim Gewehr, ne? Oder die Handgranate zücken. Schwierige Entscheidung. Ich meine, ich bin ja ganz... Ich freue mich ja, dass ihr so entgegenkommen seid. Da kann ich euch einfach wegwatzen. Mache ich das doch. Noch jemand übrig? Nö. Die blubbern jetzt auch so lustig. Sehr schön. Ah, das Spiel ist so toll. Ja, Gewehr. Warte mal, lad das mal nach, bitte. In aller Seelenruhe, weil nur eine Muni, das macht sich nicht gut. Ich glaube, ich kann jetzt erstmal in Ruhe gucken, ne? Mach mal ein bisschen Looky-Looky. Oder? Relativ. Achtung, Schlange. Im Gewässer. Aber ich sag dir eins, ich bin hier zu Hause, mein Freund. Naja, bin ich nicht. Tut mir leid. Gibt aber ein Hühnerei. Ganados sind nicht mehr da. Ganados ist einfach die Gegnerart übrigens. Sowohl die Dorfbewohner als auch die späteren. Die heißen alle Ganados. Ja. Dann gucke ich mal auf der Karte, ob es hier irgendwo noch einen Stern gibt. Ich glaube schon. Direkt hinter mir. Unten an dem Baum oder oben? Da ist ein Vogelnest. Yeah. Wir wollen ja diese... Also immer auf die Karte gucken und... Ja, unbedingt mitnehmen. Damit ihr das verbinden könnt und noch... Antike Pfeife. Ich glaube, die kann man einfach verhökern. Da kannst du nichts mit kombinieren. Sehr schön. Wir warten durch das Wasser. So heißt das, wenn man durchs Wasser wartet. Was soll das Geschrei, Mann? Josef! Er sieht für mich aus wie so ein Bauer Josef von Bauer sucht Frau. Schön, dass er seinen Kopf immer wieder positioniert. Ich muss mal ein bisschen verschwenderischer mit der Muni sein, ne? Das hilft so nix. Er ist auf das Sparen geschwört. Achtung, Schlange. Ach, hat direkt gezählt. Gut. Braunes Hühnerei mitgenommen. Das bringt ein bisschen mehr Heilung. So, das wär's, oder? Hier schon. Im nächsten Bereich kommt was. Auf dem Schwierigkeitsgrad schwer solltet ihr hingegen nicht versuchen, Gegner zu messern oder so. Weil ich das ja gesagt habe, da kam man auch in den Kommentaren, macht das aber nicht auf schwer. Oder jeden Gegner abwatzen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Gucken wir doch mal, was hier los ist. Ein beschaulicher See. Who's that? Shit. Vámonos.
Die hängen da auch so drecksackmäßig auf dem Schiff, ne? Polizia. Oh, oh. Das sieht nicht gesund aus. Das ist auch der Witz, ne? Eigentlich hingen die ja da rum und wurden noch geröstet, wurden die angeröstet, um schmackhafter zu sein für was auch immer in diesem See auf uns wartet. Die sahen jetzt aber nicht mehr medium oder gar aus. Goldarmreif mit Perlen, alles sehr wertvoll. Dabei haben wir schon mehr Geld, als wir ausgeben können, im Spiel zumindest. Schlange? Nö. Da vorne gab es noch ein grünes, ne? Geil. Und eine Schreibmaschine, die sollten wir auch nutzen. Ja. Kombinier mal bitte das Zeugs. Damit wir bei Zeit unsere Energieleiste weiter erhöhen können. An den richtigen Stellen zu speichern ist Gold wert, sag ich euch. Ich will natürlich ohne Fail davonkommen, aber ich kann es mir selbst nicht garantieren. Ja, Leon. Hab Spaß, ne? Ich würde es auf jeden Fall tun, ne? Nachdem, was er da gesehen hat, würde ich den hier machen, ganz genau. Was muss ich drücken? Ach, einfach nur nach vorne. Alles klar. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Tralali und tralala. Jetzt kommt's. Der hat aber eben auch keine Schiffe angegriffen. Ein Riesenalligator, mutiert und was weiß ich nicht alles. Sachen ausweichen und den Dude treffen. Ja! Da konnte ich ja jetzt gar nichts tun eigentlich. Rette dich bitte. Alles klar, alles klar. Jetzt würde ich mich über die Heilung mit dem gelben Kraut sehr freuen. Round 2! Feu! Harpunen! Was? Okay, jetzt ist es still. Aber wie lange noch? Von da kommt er. Kannst du dich nicht schneller drehen? Wäre wünschenswert gewesen. Das war jetzt nix. Wunderbar. Bestmöglichste Blamage bisher. Aber ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ist halt doch ein bisschen, ich weiß nicht. Ich habe in die falsche Richtung geguckt, ganz einfach. Weil das Random ist, wo er auftaucht. Gut. Ist ja gemein. Da hätte ich auch was machen sollen, aber wer weiß das schon so genau. Button smashing. Oh shit, man! Ich habe mir beste Mühe gegeben. Ich war einfach zu weit weg. Death Counter steigt. Plus 1. Ja, ist ja prima. Die Freude ist grenzenlos. Ich meine, passiert, das sind springende Fische.
Ja, aber daran liegt's nicht. Oder ich war langsam, weil ich wenig Energie hatte in dem Moment. Ach ja, ein Spaß. Macht das Spaß? Das macht Spaß. Aber noch mehr Spaß macht's, wenn man das auch schafft. Nach rechts! So, ich hab jetzt rein und jetzt muss ich auch ins Maul. Und trotzdem wanzt er das Boot um. Was soll ich da tun? Ausweichen? Das habe ich eben probiert. Immer dieselbe Taste, die wird noch voll ausgeleiert, Mann. Ich glaube, von Mal zu Mal kommt der schneller oder so. Also man darf das Boot nicht so oft umkippen lassen, weil sonst bist du nicht glücklich. Alles klar, jetzt war ich ganz woanders. Ausweichen ist wichtiger. Wenn ich so ein Geäst treffe, ich zeig's euch mal. Nein, Spaß. Ah, du musst einfach ausweichen, das ist der Witz. Mehr Glück als Verstand bis hierhin. Jetzt kommt der richtige Moment. Nur wohin soll ich gucken? Wohin soll ich gucken? Ja, natürlich. Ey, hat er nicht gezählt oder was? Hat gezogen. Oh Gott sei Dank. Tja, und so funktioniert der Bosskampf. Ich würde mir trotzdem nochmal Heilung geben. Ach so. Klar. Gut, ich denke, ich habe es jetzt wieder besser drauf, wenn er so abtaucht. Dann scharf zur Seite. Es tut mir ja leid, liebes Tier, dass ich dir so wehtun muss. Er kann ja nicht von hier kommen, er ist ja viel zu nah am Ufer. Hä? No! Okay, er ist wieder abgetaucht. Ich dachte, es zählte nicht richtig. Ah, diesmal stellen wir uns ein bisschen besser an. Na komm, zielen, zielen, zielen. Und das war's. Cool. Er hat angefangen. Oh oh. Ruckzuck ist das Bein abgeschnürt. Da dürfen wir noch einmal Button smashen. Maximaler Videospielsport. Haben wir gesagt, bevor die Nintendo Wii rausgekommen ist. So viel Bewegung. Ja, das war schon anstrengend, oder? Nicht nur das. Ende von Kapitel 1.3. Ich würde sagen, wir beginnen noch. Kleines bisschen Zeit haben wir noch. Wir beginnen einfach schon mal mit Kapitel 1.4. Warum nicht? Ich muss es jetzt nicht zwingend hier abschließen. Ja, verlorene Leben 1. Schade. Schade. Aber 53 getötet. Ja gut, das Kapitel ging schon länger als der heutige Part. Let's go. Das Ding ist, Leon hat jetzt einen Blackout. Wir wissen ja, ihm wurde irgendwas eingeflößt. Mit der Spritze, schlimm genug. Doch was passiert mit ihm? Oh. 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 Oh.
It's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Wenn du meinst. Jetzt befinden wir uns an einer anderen Stelle. Ich sag's gerne nochmal dazu, wenn ihr jetzt so schaut. Und zwar, hier ging das Ganze los. Hier sind wir jetzt hin, können jetzt auch weiter. Aber ich darf das hier nicht vergessen. Doch zunächst schauen, was es hier gibt. Nichts Ungewöhnliches. Lesen wir also die Notiz. Anonymer Brief. Im Wasserfall ist ein wichtiges Objekt. Kannst du es erlangen, gelingt es dir vielleicht, Ashley aus der Kirche zu befreien. Aber Vorsicht, der Weg ist durch die Kirche... Der Weg durch die Kirche ist kein Zuckerschlecken. Es gibt dort einen El-Gigante. Sei also auf der Hut. Und was in deinem Körper passiert? Ich würde dir helfen, wenn ich könnte, aber ich bin überfordert. Ja, ich weiß auch nicht genau, von wem der Brief ist. Louis oder Ada? Ich finde, beide sind möglich. 6 Stunden ist es her, das heißt, jetzt ist auch Nacht und Gewitter. Das macht's noch, also das macht's nicht gerade leichter. Dann würde ich sagen, was steht denn auf dem Wegweiser? Wasserfall. Ja, das habe ich sofort gelesen, das habe ich gesehen. Das steht da klar und deutlich. Oh, ein dicker Fisch war da. Schnell noch rüber zu unserem Händlerfreund. Der hat die besten Verstecke. Und ich hänge jetzt fest in der Wand. Und komme nicht vor und nicht zurück. Sind also die legendärsten Spiele nicht von Bugs befreit? Nein? Das war merkwürdig. Vor allen Dingen, dann kommt einfach die Ladesequenz. Naja. Keiner hat gesagt, dass es ein 100% Spiel ist. Kein Spiel der Welt hat bisher 100% bekommen. Ja, auch das ist ein gutes... Ich würde sogar das als dein Hauptversteck nutzen. Nämlich noch schwieriger zu erreichen. Rare things on sale, stranger. What are you selling? Spinelle. Is that all? Thank you. Hoffentlich ist sie etwas wert. 10.000. Ich glaube, also hier können wir noch Sachen reintun, aber ich glaube, die können wir verhögern. Ah. Thank you. Ah. Thank you. Wird schon kein Fehler gewesen sein. Tune. What are you buying? Das Gewehr macht mal stärker. Und die Kapazität. Thank you. Wir können es uns leisten. Selbe gilt für die Sniper. Thank you. What are you noch was? Buying? Nö. Come back anytime. Dann mal nichts wie zurück. Da ist er durch den Felsen gerast. Habt ihr das gesehen? Wir können natürlich auch wieder zur Ausgangsposition zurück, aber der Weg führt hier entlang. Nope. Und was als nächstes passiert, wollt ihr auch auf keinen Fall verpassen, sag ich euch. Wollt ihr nicht? Wollt ihr nicht? Vogelnester? Nö. Und zwar, was auch immer hinter dieser Tür als nächstes geschieht. Next Level, würde ich sagen. Next Part wohl noch eher. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Also, ich freue mich drauf. Bis dann und ciao!